Was ist gerade passiert? Ja, mein Besuch beim Bundesverfassungsgericht ist nach einigen Sekunden beendet gewesen, da ich im Sitzungssaal das Bedürfnis verspürte, ein anderes T-Shirt anzuziehen und auch der versammelten Presse das letzte Hemd zu zeigen, was die auch recht interessant fanden. Und man kam dann doch auf uns zu und sagte, das ginge im Sitzungssaal nicht und man würde mich dann gerne nach draußen begleiten. Und da bin ich wieder und kann wieder hier weitermachen. Ne? Genau, was sieht man hier alles? Also wir haben hier zum Beispiel Politikersprüche, was Politiker so gesagt haben und prominente Leute zu Hartz-IV-Empfängern, sowas wie Hartz-IV-Empfänger sollen Ratten jagen oder Elterngeld ist eine Fortpflanzungsprämie für die Unterschicht. Und all solche Dinge. Von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, genau. Der spricht von Parasiten. Ne? Genau, also all diese Dinge. Hier ist das Thema des heutigen Tages, die Hartz-IV-Sanktionen selber sind angeklagt. Wir sind vor dem Bundesverfassungsgericht, was man da im Hintergrund sieht, das Hauptgebäude hier, das, wo der Sitzungssaal ist. Hier die Grundstimmung vieler Leute, dass Sanktionen eben zum Tode führen von Sozialstaat, Rechtsstaat, Würde und Mensch. Die Gegenposition, Arbeitslose müssen erzogen werden, deswegen tut Strafe Not. Hier ist der Infostand. Hier vorne, da sind auch noch hinten Dekorationen vom Potsdamer Verein gegen Hartz IV bzw. für Hartz IV Betroffene. Pressemappen sind da von verschiedenen Leuten von Wir sind Bös und auch von dem ehemaligen Fallmanager Burkhard Tom Buch, den wir gerade gesehen haben im Video. Dann ist hier ein grundlegender Wandel notwendig. Es geht um den Arbeitsbegriff und die Alternative zu dem, was wir jetzt haben in unserem Wirtschaftssystem. Und da sind mal so ein paar Details dazu, nämlich ein Kreuz symbolisch. Wir haben ganz viele andere Kreuze noch, wo einzelne Fälle drauf sind von Menschen, die durch die Agenda 2010 zu Tode gekommen sind. Hier zeigt mir gerade jemand das Grundgesetz. Das ist übrigens der Pressesprecher oder Initiator von den Potsdamern gegen Hartz IV, Hartz IV Betroffene e.V. Ansonsten haben wir hier die Linken dabei noch, die sich für eine sanktionsfreie Mindestsicherung einsetzen. Die sind in größerer Anzahl gekommen, gemeinsam mit Verdi. Hier auch noch viele weitere Protestgruppen. Im Hintergrund sieht man die Kreuze von den Verstorbenen. Hier als Beispiel Irene N., eine Jobcenter-Mitarbeiterin, die auch durch die Agenda 2010 folgen, durch eine Gewalttat ums Leben gekommen ist. Daneben Christi Schwunderk, eine afrodeutsche Frau, die im Jobcenter erschossen wurde. Und so weiter und so fort haben wir hier jede Menge die Straße entlang. Hier sind noch weitere Aktivisten, die ihre Forderungen auf Plakate geschrieben haben, zum Beispiel Grundrecht auf menschenwürdige Existenz. Ein Banner ist gerade eingerollt, das wird wahrscheinlich nachher gleich wieder ausgerollt, wenn die Presse kommt. Also man sieht, jede Menge Leute sind da.